Also, wie ich zur Klangmassage gekommen bin, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich versuche das jetzt kurz zu machen. Wie kommt ein solcher Mensch wie ich zur Klangmassage? Mein Berufshintergrund war eigentlich Physikingenieur und Berufsschullehrer für Elektrotechnik und Politik. Der Ausgangspunkt waren ja, starke Krankheiten in der Familie, die mich sehr verunsichert haben. Und ich habe mich damals um alternative Heilmethoden gekümmert. Wir haben das damals alternativ genannt. Alternativ finde ich heute nicht mehr so richtig. Alternativ heißt, die einen sind blöd und wir sind klug und umgekehrt. Wir nennen das heute begleitend. Und hab viele, viele Dinge damals kennengelernt, wie Organenergie, Kilian-Fotografie. Das waren dann Akupunkturmassagen und Radiesthesie. Radiesthesie ist heißt Spüren von Kraftblässen und so weiter. Und ich habe damals sehr viel in diesem Bereich gemacht und war da auch sehr erfolgreich, habe aber auch noch daran gezweifelt. Und dann hatte ich das Glück, ich habe einen Freund, das ist der Professor Dr. Nils Kutschow, der sagte: Peter, geh doch mal mit deinen ganzen Geräten mal nach Nepal. Nach Nepal, und dort wirst du ganz spannende Erfahrungen machen. Und dann habe ich mich ein Jahr von der Schule beurlauben lassen und bin nach Nepal gegangen, um dort ja, radiästhetisch anders zu forschen, um neue Erfahrungen mit Klang zu machen. Über diese Arbeit kam ich dann zum Professor Dr. Joshi, das ist der Hauptastrologe des Landes, mit dem war ich befreundet. Und der machte mich bekannt mit einem Musikforscher. Der Musikforscher interessierte sich für meine Arbeit und er hatte den Wunsch von mir, 24 Plätze in der Stadt Bhaktapur in Nepal bewerten zu lassen. Das interessierte ihn. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe diese 24 Plätze energetisch gemessen, biophysikalisch, aber auch physikalisch. Und ich habe festgestellt, dass von den 24 Plätzen 12 ganz erfrischende Energien abgaben und die anderen 12 herausfordernd aggressive Energien. Und der Musikforscher sagt dann zu mir: Was du gemessen hast, das stimmt, denn diese Plätze gehören zu den Musikgöttern. Musik ist so wichtig in Nepal, dass man dafür sogar Gottheiten hat. Und er sagte zu mir: Beiden Gottheiten wird gleichermaßen geopfert. Für mich als deutscher Europäer war das ein bisschen ungewöhnlich, denn wir suchen immer das Schöne, wahre, Gute, und das andere wird man gerne zur Seite stellen. Also, wenn wir Energien brauchen, gehen wir vielleicht zu einem Wallfahrtsort. Und wenn aggressive Energien da sind, dann würde man einen Stacheldrahtzaun rumbauen und ein Schild aufstellen: Betreten polizeilich verboten. Ich habe mir dann mal überlegt, was heißt es denn dauernd, sich nur mit frischen Energien auseinanderzusetzen. Also jetzt, wenn demnächst wieder der Frühling kommt, freuen wir uns auf die Sonnenstrahlen, wir genießen die Sonne. Ich gehe zur gleichen Zeit meist mal nach Indien und dort haben wir diese Sonnenenergie pur. 44 Grad, 48 Grad, das wird zu viel, das kann man nicht aushalten. Man spricht sogar von Killerenergie. Und sich dauernd nur schönen Dingen auszusetzen, ist nicht gut. Oder ein anderes Beispiel. Ein Hauptwort bei uns ist heute Entspannung. Entspannungsmethoden. Ich gehe in die Entspannung und gehe in die Entspannung und gehe weiter in die Entspannung und gehe weiter in die Entspannung. Dann laufe ich als schlaffer Sack durchs Leben. Da passiert nichts mehr. Also nach einer Entspannung muss etwas noch passieren, und zwar die Neuordnung. Und diese Neuordnung ist herausfordernd. Und das ist die andere Seite dieser Musikgötter. Das ist die Neuordnung. Und zum Beispiel Entspannung, ich entspanne, also ein Musikinstrument ist zum Beispiel verstimmt, dann entspanne ich die Saiten einer Geige zum Beispiel und dann kommt die Neuordnung, die Neustimmung. Und das braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Also diese beiden Dinge gehören zusammen und es sind die Polaritäten, die wir hier im Westen vergessen haben. Die Polaritäten, die die Spannung geben, die uns die Lebensenergie geben. Wenn jemand ein Musikinstrument erlernen will, dann kann er das nur in Einklang mit den Göttern machen. Er nimmt sich einen Guru, einen Musiklehrer,
Er legt Zwischenprüfung bei den Gottheiten ab und dann kommt der Tag der Hauptprüfung bei dem erfrischenden Gott. Das ist der Gott Nasadjor. Nasadjor ist der erfrischende Gott und Heimatjor ist der Gott, der diese herausfordernden Energien gibt. Also die Prüfung findet bei dem Gott Nasadjor statt und bei der Prüfung nimmt die Bevölkerung des Stadtteiles teil, wo der Musiker dort seine Musik dann später anbieten wird. Denn die Bevölkerung, die muss mitentscheiden, macht er das richtig. Und dann fängt der Musiker an zu spielen. Und wenn es dem Musiker gelingt, mit seinem Spielen die Menschen zu interessieren, im Bann zu ziehen, in Ekstase zu bringen, wenn es ihm gelingt, mit seinen Klängen den Gott aus weiter Ferne den Menschen hineinzuholen, den Menschen in Einklang zu bringen, mit sich, der Umwelt und dem Kosmos, dann hat er die Prüfung bestanden. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für uns alle, ne? Also Gott aus weiter Ferne in uns hineinholen. Das Göttliche liegt in uns. Und das Göttliche ist in uns, wenn wir in Harmonie sind und wenn wir gesund sind. Wenn der Musiker die Prüfung bestanden hat, dann darf er seine Klänge der Bevölkerung anbieten. Also in Nepal klingt es den ganzen Tag. Und die Idee ist, es wird Klang angeboten. Das mal Ähnliche machen wir mit der Klangschale dann später auch. Es wird Klang angeboten und der Klient hat die Möglichkeit, die Klänge aufzunehmen, das aufzunehmen, was er braucht. Wenn jemand krank ist, dann ist er nicht mehr in Harmonie. Er ist in Ungleichgewicht, er ist in Disharmonie gekommen und es fehlen Klänge. Und jetzt kommt das Angebot und jetzt muss der Klient bereit sein, diese Klänge aufzunehmen. Und dann kann er über dieses Angebot und das Aufnehmen der Klänge wieder gesund werden. Mein zentrales Erlebnis war die Teilnahme an einer buddhistischen Meditation. Mittlerweile habe ich an Hunderten von diesen Meditationen teilgenommen. Es ist eine Art Musikmeditation, in denen Gebete gebrabbelt werden und sehr viele Musikinstrumente eingesetzt werden. Und diese Meditation ist sehr wirkungsvoll. Und ich war dann in dieser Meditation drin und hatte das Erlebnis, dass ich nach 20 Minuten ziemlich starke Schmerzen in meinem Körper verspürte. Also Schmerzen im Brustbereich, im Kopfbereich, im Schulterbereich. Und das tat so weh, dass ich rausgehen musste. Ich war ein bisschen sauer auf die Mönche und dachte, verdammt nochmal, das soll eine Meditation sein, die soll doch gut tun. Und beim Rausgehen ist mir dann klar geworden, die Mönche haben Klänge angeboten und die Klänge haben bei mir gewirkt. Also es ist meine Sache gewesen, nicht die Sache der Mönche. Die haben nur ein Angebot gemacht, die Mönche. Und mir ist klar geworden, wie wirkungsvoll diese Klänge sind und wie wirkungsvoll diese Meditationen sind. Ich habe sehr viel Untersuchungen, Versuche gemacht in Nepal mit Klangschalen und mir ist klar geworden, wie wertvoll Klänge und wertvoll Klänge der Klangschalen sind. Wenn man in die Klänge der Klangschalen hineinhört, hört man kosmische, sphärische Klänge. Und diese Klänge, die beruhigen, die geben Geborgenheit, die geben Kraft. Und so habe ich dann Klangschalen mit nach Deutschland genommen. Und bin in meine Kurse gegangen, die ich schon vor meiner Nepal-Reise hatte, mit einer Kollegin zusammen. Selbsterfahrungskurse, um etwas für sich zu tun, bei Menschen, die unter Stress gelitten haben und so weiter. Und wir haben dann angefangen, Klangschalen auf dem Körper aufzusetzen. Und die Wirkung war wunderbar. Wunderbar. Wir haben das reflektiert. Wir haben geschaut, welche Klänge passen zum Körper. Welche Klangschalen muss man dazu haben? Welche Frequenzen müssen die Schalen haben? Und dann hat die Entwicklung der Klangmassage angefangen. Im Tun, in der Reflexion, indem andere Gruppen dazugekommen sind, damals die Kranken, eine Krankengymnastin, heute Physiotherapeutin, die sich sehr dafür interessiert haben. Ich bin da zu denen in die Praxis gegangen, habe dort Klangmassagen gegeben und so weiter. Und so hat sich das System durch die Erfahrungen, die wir dauernd gemacht haben, reflektiert haben, immer mehr vervollständigt, aufgebaut, bis es dann dazu kam, dass ich Ausbildungskurse in der Klangmassage gegeben habe.
Anfang 2000, 2001 hatten wir unseren ersten großen Kongress mit auch einer Reihe von Forschern. Wir fingen dann an, auch viele Untersuchungen in der Klangmassage zu machen. Und so hat sich die Klangmassage weiterentwickelt für viele, viele weitere Felder. Und wir sind heute sehr erfolgreich da drin. Und es wird heute gearbeitet in vielen Krankenhäusern, in vielen Heil- und Heilfachberufen, aber besonders, und das ist die Grundlage, in der Entspannung. Das, was die Menschen alltäglich brauchen, das ist das Zentrale. Aber es geht weit darüber hinaus. Der Aufenthalt in Nepal und die vielen Klänge und Klangrituale, die ich mitgemacht habe, haben mein Leben stark verändert. Bis ich nach Nepal ging, habe ich an meinem Leben ziemlich gezweifelt. Gezweifelt. Also ich bin im Krieg geboren, mein Vater ist im Krieg gefallen. Meine Kindheit war nicht besonders schön. Ich bin erzogen worden von strengen Schwestern und so weiter. Ich war dann später zwar in einer Klosterschule und wurde dann auch später noch Ingenieur und Berufsschullehrer. Und dann war ich in Nepal eine Zeit lang. Und nach einigen Monaten stand ich plötzlich mitten auf dem Königsplatz. Und dann hatte ich das Gefühl der Erleuchtung ging mit mir auf. Ich hatte das Gefühl, all das, was in meinem Leben passiert ist, war genau richtig. Ich habe an nichts mehr gezweifelt und ich war mir ganz sicher, ich wollte nichts von dem missen. Und es war mir wichtig, dass mein Leben auch gut weitergeht. Es ist auch weit, gut weitergegangen, es gab immer wieder Probleme, aber ich gehe anders damit um. Es ist eine andere Sichtweise geworden. Also was ist passiert in Nepal durch die Klänge? Ich bin wieder zu meinem Vertrauen gekommen. Ich habe wieder an mein Vertrauen angeknüpft, zu meinem Urvertrauen gekommen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Prinzip, was auch die Klangmassage macht. Also wenn ich mich auf Klänge einlasse, bekomme ich einen Raum, in dem ich mich wohlfühle, anschauen kann, was wichtig ist, mich sicher fühle. Das ist ähnlich, was ich in Nepal hatte, als ich dort einen neuen Raum hatte, um frei hinzuschauen. Ich bekomme einen Raum, ich komme wieder zu mir, kann mich anschauen, kann schauen, was ich verändern will und kann mit Hilfe der Klänge die Veränderung Stück für Stück angehen. Und so kann ich täglich die Klangschale anwenden, für wenige Minuten, 2, 3 Minuten. Und das hilft, das Leben zu verändern. Es hilft, sicher zu werden, hinzuschauen, was will ich. Das heißt einfach das Leben positiv verändern, indem ich mich einfach mal 2, 3 Minuten auf mich einlasse, bei mir bin. Oder ich kann es auch für körperlich tun. Ich habe zum Beispiel Hüftprobleme. Mein Arzt sagte mir vor 15 Jahren: Peter, du brauchst bald eine neue Hüfte. Ich habe bis heute noch keine neue Hüfte. Und das waren die Klänge, die mir dazu verholfen haben, dass meine Hüfte sich wohlfühlt. Und ich wahrscheinlich in meinem Leben keine neue Hüfte brauche. Gehe ich davon aus. Also es gibt viele Dinge im Leben, die man mit Klang machen kann. Für sich. Eine tägliche wunderbare Übung, um zum Beispiel zusammen in Resonanz zu kommen, um zu schauen, was zusammen klingt. Also die Klangschale, halten wir nochmal runter, bringt den Handtellern Vibration und es klingt weiter in Janas Hand. Wenn wir zusammenkommen, Ja. klingt gut, ja, da bin ich aber sehr zufrieden. Ne? Wenn es nicht klingen würde, hätten wir Probleme, aber die haben wir nicht. So eine Übung kann man sehr gerne, also mit hier Vater und Tochter oder in der Familie machen. Da passen bis zu 7, 8 Hände drunter und die letzte Hand schwingt immer noch, wenn es zusammen schwingt, wenn es zusammen klingt. Diese Übung ist auch wunderbar alleine zu tun, zum Beispiel täglich mal die Klangschale anzuklingen für 2 Minuten auf den Handteller, die Vibration zu spüren in den Handchakra, in den Handreflexionen. Die Klänge breiten sich in dem ganzen Körper aus. Und du spürst dann, wie du klingst heute. Jeden Tag klinge ich anders. Und wenn es gut ist, dann klingt die Klangschale lange. Wenn nicht, dann hört der Klang bald auf, weil die Klänge
im Körper gebraucht werden. Die fließen im Körper, die Energie wird von der Klangschale genommen und diese Energie arbeitet daran, dass der Körper wieder in Harmonie kommt. Also eine kleine Übung täglich, die man selbst machen kann. Natürlich nimmt man dann auch die andere Hand auch dazu.